Da sind wir. Oh shit, der Edebali direkt im Flex-Modus. Let's go! Jenny's nicht da, wir können heute durchdrehen. Was soll das? Warum bist du denn jetzt so? Wir können deine auch Flaggen heute. Jenny das. Okay. Oh, Sami ist doch im Hintergrund. Er darf heute die Flaggen werfen. Oh shit. Aber erstmal müssen wir unsere Bromantiker herzlich willkommen heißen. Hier zu einer weiteren Sendung. Primetime Football. Eurem Football-Magazin des Vertrauens. Heute Kasim Edebali, Doppelbizeps und natürlich der Producer Björn Werner. Sie sind am Start. Es fehlen einige heute. Und zwar Jenny Bex, die ist im wohlverdienten Urlaub. Kann man sich mal gönnen. Sie brutzelt in der Sonne. Ihre Schwester hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Hey. Alles Gute. Und dann fehlt noch einer, Marc Nesotscha. Der hat heute was wirklich Besseres zu tun. Yes. Ja. Mehr sagen wir nicht. Mehr sagen wir nicht. Aber er hat definitiv Besseres zu tun. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir back to the roots, ne? Wir drei. A Triple OGs hier. Hey, Late Night Crew. Der erste Avengers-Film gerade, weißt du? So Ey, wenn wir Avengers wären, wer wärst du? Edebali? Ich wäre Captain America, aber Captain Germany, glaube ich. Das macht und wer wäre Björn? Wer wäre Björn? Björn wäre wär wär ich? Björn war Hulk mit zwei schlechten Knien. Nein, das geht nicht. Der springt so hoch. Das geht nicht. Das ist der kaputte Hulk. Ja, aber Björn dreht ja nicht durch. Ja, wer wärst du aber? Hawkeye. Warum bist du doof, Hawkeye? Oder was? Nein, Hawkeye, mein Arsch. Nein, Patrick. Ey, Ich bin Tony Stark, weil ihr seid die NFL-Pros. Ich hab nichts, ich brauche einen Anzug, um Superheld zu sein. Alter, ihr seid echte Superheld. Was mit Black Panther schreibt ihr gerade? Wakanda forever, forever ja, Wakanda. Eigentlich schon. I like, ey. Ich mag den Chat da draußen. Sami ist Dr. Strange. Sami ist Dr. Ja, der macht doch die Handbewegung. Hey, warte. Springt direkt in eine andere Dimension. Aber Tor für Björn ist auch, weil du hast lange Haare, du bist Thunder. Ey, was ist, soll ich mir, wenn die lang genug sind, lasse ich mir sie mal blond machen. Digga, lass mal einen Fotoshoot machen. Ich habe Germany Outfit, du Tor und du bist Black Panther. Ey, Tor. Lass mal machen. Erstmal ganz ehrlich, Tor ist schon knusprig, ne? Ja. Der Typ ist schon. So, auf jeden Fall. Schön, dass wir über Marvel sprechen. Wer ist denn Jenny? Jenny ist, wie heißt Black sie Widow. Denn noch? Black Widow. Black Widow. Wir haben noch ein Update für euch, Leute. Wir hatten ja eigentlich die Zusage von Colleen Wolf, NFL-Expertin, Teil der Thursday Night Crew. Leider heute Morgen abgesagt, krankheitsbedingt. Schickt ihr mal eine Nachricht, gute Besserung. Kommt bestimmt, wenn sie gesund ist, wieder zurück. Also, wir haben keinen Gast. Ja, ich hab aber dafür was ganz Wichtiges, Björn. Oh. Ist es euch aufgefallen? Auf meiner Herzseite, auf der Brust. Hä? Warum? Du bist schlank. Warum hast du das? Das fällt mir jetzt gerade auf. Was ist? Ist das Football Bromance? Football Bromance! Ja, aber warte. Warum hast du das? Warum hab ich das? Das ist ein Prototyp. Wo hast du den? Nein. Das ist kein Prototyp. Ich bin auch ein Prototyp. Ey, das ist so knusprig. Na, das Graue mit grün Football Bromance. Was ist das? Björn ist Killer Plautzen's Tor. Oh, der ist gut. Ja, wo er nur am Saufen ist und Fressen ist. Ne, im letzten, war noch im letzten. Sonnenbrille. Scheiße, ihr seid der so gemein, Leute. Ey, Mr. Key 82, ey, du bist so gemein, ey. Aber Björn, ich muss mal ganz kurz sagen, was über das T-Shirt, das Patrick anhat. Das ist, ich weiß nicht, warum das in Footballspielern DNA ist. Da steht, Coach ist jetzt Fullback. Nein, Coach ist 11 Kilo runter. Coach ist nix Fullback. Ich wollte sagen, du siehst schlank aus. Ich bin 93 knusprig und ich gehe auf 88, mein Playing Weight. Nice. Guck dir das an. Na, aber Björn, kennst du das Booty auch vom knusprig. College? Booty knusprig, Kasim. Knack ich auch, alles. Björn, kennst du das noch am College? Wir haben 1000 Pullover, wir haben so viele Sachen umsonst.
Aber einer kommt in den Lockerroom mit einem neuen Pullover und alle, oh, wo hast du den denn? Es gibt immer den einen, auch in der Coaching-Staff, wo du sagst, shit, wo hast du diesen Quarter-Zipper her? Dann gehst du zum Equipment, ey, ich will den Quarter-Zipper. Ja, das war ein Prototyp, gab's nur zweimal. Der härteste Job in einem College-Football-Team und einem NFL-Team ist wirklich der Equipment-Manager-Job, weil du kriegst Coaches und im College 90 Spieler plus Walk-Ons 120 Spieler. NFL Offseason hast du 90 Leute, die kommen immer in der Pause an und sagen, ey, ich brauche noch das. Ey, der hat aber das. Ich brauche da neue Schuhe. Gib mal ein neues T-Shirt. Und die kämpfen jeden Tag, weil wenn die jeden Tag allen Leuten alles geben würden, würde jeden zweiten Tag das Lager leer sein. Ist so. Weil du wirst so verwöhnt, Weißt du noch, Christine, das erste Mal, wo du nicht deine eigenen Handschuhe kaufen musstest, nicht deine eigenen Football-Cleats. Und ich hatte Cleats bei Florida State, wenn die kurz gestunken haben, jeder, der hier Football gespielt hat, kennt es. Du ziehst Handschuhe 10-mal an und die stinken. Alter, die sind in deiner Tasche. Ja, aber du musst sie aber auch lange genug in der Tasche liegen lassen. Exactly. Deswegen meine ich, macht aber jeder, weil du meistens danach nach Hause gehst, am Abend, wenn du in Deutschland Football spielst und du vergisst die in der Tasche. Du machst die Tasche so, plopp, und am nächsten Tag plopp, wieder hoch. Ey, die stinken. Und dann bist du auf Florida State zum ersten Mal. Wie? Ich kann jedes Mal neue Handschuhe holen? Dann sagen die, ja, nicht jedes Mal so. Das ist doch immer so ein Status. Wenn du ein Starter bist und ein Star-Player, ey, ohne Scheiß. Ich habe mit jedem Game Day frische Handschuhe. Cleats konntest du nicht jedes Mal neu machen, weil die tun ja auch weh, die musst du einlaufen. Da hatte ich immer so drei Paar, die ich immer durchgewechselt habe. Einmal war so, oh, ey, das war so ein Traum, ey. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Wo ich jetzt, auch jetzt immer noch, ganz wichtig, frische Socken. Kennt ihr das, wenn du in eine Socke reingehst und die ist so dick? Kasim kennt das nicht. Kasim kennt das nicht. Der nimmt immer die Recycle aus dem Recycle. Oh, Alter, was? Ey, kaum sind Marc und Jenny weg, ist hier all bets off. Patrick, ey, wir haben noch nicht ein Thema getatscht. Die Bromantiker wissen das. Ist mir egal. Die Bromantiker wissen das. Kasim ist der Typ, der nach dem Training in dem Recycle-Bin, wo die so lost and found, geht der rein und nimmt die weißen Tennissocken raus, die schon hinten. Kennst du die weißen Socken, die dann wenn du so eine Wunde hinten hattest, haben die nur noch Fasern. Ja. Oder die sind voller Blut, wenn du die gewaschen hast und es ist immer noch so Blutstain drin. Ne? Und der nimmt die trotzdem mit, damit der sagt, er hat Tennissocken. Nein, darf ich ganz kurz sagen, als ich bei den Saints war, unser Equipment Guy Bum, Ehrenmann, okay, ich weiß nicht, ob du es glauben kannst, Björn, aber jeden Tag für 4 Jahre Saints habe ich jeden Tag ein paar neue Socken bekommen. Die habe ich dann an dem Tag, wo ich fertig war, habe ich sie einfach wieder irgendwo hingeschmissen, war egal, so. Heutzutage, ich habe 3 Paar Socken und es ist echt schwer, so die zusammen. Warte, du bist ein erwachsener Mann und hast 3 Paar Socken? Nein, ich habe überall Socken, unter der Couch, hinter der Couch, bei mir oben noch. Immer Björn. Pass auf, hier drüben, wo Christine mir ein paar Tage übernachtet hatte, ich habe letztes Mal, ich habe hier auch eine Küche, wo ich hier gerade drüben bin, ja? Und dann mache ich wo bist du denn gerade? Ich bin im Headquarter, Football Bromance Headquarter. Wo ist denn das? Ist ja egal. Gehst du da weit von deinem Chalet? Das ist ein Westflügel. Pass auf, das Westflügel. Ich will doch mal kurz was erzählen. Ach so, dann mache ich einen Schrank auf in der Küche und dann sehe ich erstmal noch angefangene Erdnussbutter, musste ich wegwerfen, dann hatte ich noch irgendwas in meinem Kühlschrank und ich benutze es wirklich nicht gerade zur Zeit. Und dann habe ich aber das auch noch gefunden. Guck mal, seine Waage, wie eklig die aussieht. Ich habe die schon seit 2 Monaten gesucht. Waage. Guck mal, was ist hier oben? Alter, so Erdnussbutter eingekrustet. Ey, was ist das? Koks und Popel? Boah, da ist die. Ich habe die so lange gesucht, Mann. Ey, ich wusste nicht, dass du die... Ey, ihr könnt diese Waage ersteigern. Die Original-Popel-Waage von Cassino. Guck mal, hier siehst du die ganze Sache, die da drauf sind, in diesem Winkel. Guck mal. Das ist Krümel. Ja, die sind aber hart, die kriegen nicht mehr ab, ey. wollen wir eigentlich auch über Football sprechen? Ja, jetzt können wir es machen. Warte. Okay. Bevor wir jetzt Angelika, singen. Warte, Angelika. Entspann dich, Angelika. Sie sagt, die fordert schon zum 14. Mal auf, dass Sami die Flagge werfen soll. Nein, Sami. Warum? Heute gibt es keine Flaggen. Heute ist heute wie Dings, NFL Street. Heute ist NFL Street. Ey, jetzt sagst du ja, okay. Nein. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh.
Oh, oh. Technische Probleme. Warte ganz kurz. Okay. Warte. Okay. Lass oh, alles chippdibub. Lass auf ernst machen. Pass auf, nein, ernst nicht, aber lass uns kurz das Update geben. Heute ist Mittwoch, wir haben noch Donnerstag, Freitag, noch 2 Tage, also heute Abend und 2 Tage, kinderlachen.de, die Spendenaktion, jedem Kind sein Verein. Danke, ich weiß nicht, Björn, wo stehen wir momentan? Das sehen wir, 188.000 Euro. 188.000, was habe ich jetzt gemacht? Unglaublich. Holy Jesus, wir haben noch 12.000 Euro für 2 Tage und heute Abend, um die 200, das Ziel 200 fertig zu machen. Leute, kommt noch mal raus. Das fände ich sehr, sehr geil, wenn wir das schaffen. Ich werde auf jeden Fall auch noch mal was reinwerfen. So, wir müssen die 200 knacken. Einer sagt, Waage versteigern. Die Popelwaage will keiner haben. Oh, aber vielen, vielen Dank. Warte doch, lass uns doch mal das kurz zu Ende bringen. Okay. Danke an alle, die gespendet haben. 188 ist insane. Ihr seid die geilsten. Für die, die sagen, hey, ich habe noch einen Euro übrig. Ist keine Pflicht. Ne? Nicht, dass wieder einer sagt, ihr zwingt uns. Nein, wenn ihr wollt, wir freuen uns. Die Kinder freuen sich. www.romantikerspenden.de. Boom, Schakalaka. So, jetzt müssen wir zu einem traurigen Thema kommen. News, die mich geschockt hat heute, weil er einer meiner Footballhelden ist und einer der Gründe, warum ich zur Raider Nation gehöre. Und ich stehe jetzt mal auf und zeige euch mal was. Warte mal kurz. Stehen auf meinem Schrank. Die sind cold. Die hat mir ein Fan mal vor ein paar Jahren gemacht. Danke nochmal, Ehrenmann, geiler Move. Aber John Madden, gestorben 1936 bis 21. Eine Legende. Also er ist 85 Jahre alt geworden. Was bedeutet John Madden für dich, Kasim Edebali? Weißt du, ich habe mal drüber nachgedacht, weil du gehst gerade auf Twitter natürlich und ich glaube, jeder Footballspieler, jeder Coach aus jeder Generation hat was über Jordan Madden zu sagen. Und das ist wirklich krass, wie viel Influence wirklich auf so viele verschiedene Generationen von Football hatten. Wenn ich an Football denke, und ich glaube, Björn kennst du so deine allerersten Momente, wenn du an Football denkst. Ich höre seine Stimme. Oder als ich das erste Mal Football angefangen habe, weißt du, und Neil damals hat Madden 98 reingepackt in meine Garner PS1. Klaus, Neil. Und dann, weißt du, wir haben Madden 98 und ich höre einfach nur Jordan Maddens Stimme. Und das sind so die ersten frohen Momente, die ich mit Football assoziiere. Und dann natürlich, dann weißt du noch, was er in seiner Vergangenheit gemacht hat und alles. Aber es ist wirklich, der hat so viel Influence. Und letztens, jemand hat auch ein Bild gepackt von allen Madden-Spielen, die jemals rauskamen. Hab ich gesehen, ja. Ey, das ist unglaublich. Und wirklich sein Footprint auf Football ist einfach unübersehbar. Ich habe heute das gepostet und geschrieben, meiner Meinung nach, der Mann mit dem größten Impact in der NFL, der nicht Spieler ist. Ja. Weil keiner ist so larger than life geworden mit einem Spiel. John Madden Football. Der Shit heißt immer noch Madden. Ja, Mann. Also das ist, und wisst ihr, warum ich ihn so geil fand? Ich hatte ja die Gelegenheit, ihn mal zu treffen. Ich habe natürlich auch Madden gespielt. So, und dann war ich 2005 das erste Mal bei den Raiders. Internship. Auf einmal in Napa Valley beim Essen hinter mir höre ich die Stimme von der PlayStation. Und ich habe original gedacht, scheiße, das ist doch aus meinem Spiel. Ich drehe mich um und hinter mir steht John Madden in der Schlange, um sich ein Steak abzuholen. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Richtig, gar nichts. Ich habe keinen Bock ausgegeben. Aber selbst heutzutage, damals war noch nicht mit iPhone und so, ich hätte ihn nicht um ein Foto gefragt, weil es einfach, ich konnte nicht. Ich hatte so viel Ehrfurcht vor dem Mann. Und jetzt im Nachgang, oder als ich dann zu Pro7Sat.1 kam oder so ran, fand ich ihn noch geiler, weil er der erste Experte geworden ist, der hat ja mit Pete Summerall und John Madden, war das Traumduo, ne? Ja. Und der war der endlich mal Humor und Entertainment reingebracht hat in das Ganze. Denk mal bitte dran,
guck mal, jetzt findet ihr auf überall seine Clips, was der für geile Sachen. Hey, he's got snot bubbles coming out of his nose. That was a decleater. He hit him right out of the stadium. Der hatte ja geile Sprüche am Start und war ein lustiger Typ und hat auch nicht alles immer so bierernst genommen. Obwohl, ich meine, shit, als Coach hat er einen Super Bowl gewonnen. So, und das fand ich geil und habe ich mir, weiß ich noch, damals als Vorbild genommen. Hey, nimm dich selbst nicht zu ernst. Auch wenn du der Experte bist, hab Spaß und lass die Leute an dem Spaß teilhaben. So, deshalb für mich riesen Einfluss, nicht nur Madden Game, sondern auch als, nicht als Play-by-Play, als Experte, Vorbild. Bin ich bei dir? Leute realisieren das gar nicht, dass er wirklich so einer der, oder wahrscheinlich der Größte und der Erste war, der, wie du es gerade erzählt hast, einfach Spaß bei der Arbeit hatte. Er hat auch immer gesagt, das ist keine Arbeit. Ne, das ist keine Arbeit und er hat einfach, der hat ja, dieses Entertainment rübergebracht in das Wohnzimmer von den Fans und deswegen, weil jemand hat gerade geschrieben, ja, Vince Lombardi. Nein, ich würde trotzdem John Madden, wie, deine Frage war, ist er der most influential Nicht-Coach, korrekt? War deine Frage. Hundertprozentig, weil der hat auch die ganzen Generationen, alle, die jetzt noch Football, alle, die Football spielen, coachen wir auch immer, werden das Gleiche erzählen, wie Madden die impacted hat. Und wie Kasim das gerade gesagt hat. Hey. Für mich in Deutschland, das war der Traum, weil ich Madden gezockt habe, ich will eines Tages in diesem scheiß Spiel sein. Das war gar nicht so, ich will eines Tages in NFL. Ist so. Es ist wirklich so. Das war gar nicht so, ich will in diesem Stadion sein, ich will in diesem Spiel sein. Ja, Mann. Das ja. Und dann kam wie, der aber erzähl mal, wie war das, als du dich hast? Ja, das du das noch Madden 14 oder so? Ja. Erzähl ja, mal. So, keine Ahnung, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, da war so. Bist du so ein bisschen. Ich hab's geschafft. Er war einfach so Nummer 88, einfach nur Default, weißer Klops. Oh. Was war dein Rating? Was war dein Overall Rating? Irgendwas bestimmt Anfang 68? 70 oder sowas. Low 70s, irgendwie sowas. Oh, jetzt ich hoffe. Wir haben Werner Madden Rating. Aber das war schon. Das war schon krass, ne? War schon geil. Das ist eine Legende. Und Kasim, was war dein Rating? Die ganzen Filme, ne? Er hat ja auch in so vielen so Filme so eine Rolle gehabt, so eine kleine Rolle, ne? Stimmt, war auch geil. Stimmt. Oh, bei Little Giants. Ja, man, nicht nur bei Little Giants. Ich kann mich jetzt gar nicht an alle erinnern, aber da waren schon eine Menge. Der Typ war geil. Kasim, was war dein Madden Rating? Ich glaube, mein Bestes war mit 74, 76 vielleicht. 74. Wie hast Google du das? Madden Rating. Na, guck mal, hier. Vor allem, was ist eine Verfolgung, ey? Ey, aber guck mal, du siehst schon stramm aus, ne? Vor allem diese Madden Rating. Okay, ich hör auf. Oh, 67 sagt einer. Oh, 2017. Nein, 2017 war kein gutes Madden-Jahr. Mein bestes Madden-Jahr war, glaube ich, 2015 oder so. Ja, Mann. Chillt mal mit denen. Alles chill unter 70, mal, post mal. Gar nicht. Die sollen mal Bizeps-Umfang 99 machen, weißt du? Ey, das kann ich garantieren. Du hast wahrscheinlich die dicksten und definiertesten Arme in der NFL. Da kommt keiner mit. Da kommt keiner in der NFL mit. Nein, Mann, ganz ehrlich. Ich wollte den einen Gast an die Märchenstunde holen. Roman Harper, ich muss ihn mal fragen. Der Typ der war Safety. Ja, der schön hat. Schön mich selber angesammelt. Der hat richtig der krasse Rahmen als ich. Ich mach gar nichts. Was? Krass. Ja, wie Mann. Das denn? Unglaublich. Oh, 74 war das Björn. Okay, warte. So, alt. Okay. Oh, also, Gott hab ihn selig. Wenn ihr John Madden nicht kennt, googelt ihn mal, guckt mal auf YouTube. Ich glaube, das letzte Spiel war doch der Super Bowl. War es nicht der Pittsburgh Super Bowl, wo James Harrison den 100-Yard-Return-Touchdown hatte? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber guckt es euch mal an. Jemand, hast du mal gehört, jemand hat mich angeschrieben, ein paar Leute mich haben geschrieben, die wollen, dass wir ein bisschen deutsche Kommentatoren fürs deutsche Madden-Game machen. Also, ihr wisst ja Bescheid, ne? Machen, ja, mach ich regel. Mach mal klar. Die sitzen in Orlando. Coach Sean. Ich reise um Sean. Ey, während wir fast 10.000 Leute hier haben, erstmal willkommen und lass doch mal ein Follow da. Okay. Lass mal ein Kommi für den Algorithmus. Genau. Den auch später auf YouTube, wenn wir es hochladen. Aber folgt wir haben ein Update. Gerade reingekommen. Oder vor der Show. Adam Thielen out for season. Und jetzt, die sind 7-8 und müssen eigentlich beide Spiele gewinnen. Die muss man hier reinzoomen. Das ist hart. Das ist hart. Das werden wir am Ende dieser Show, haben wir geplant, nochmal da über das Playoff-Picture zu gehen und alle werden mal ihre sieben
Teams auf beiden Seiten einmal kurz erwähnen. Mhm. Und die sind in einer schlechten Ausgangsposition, sagen wir es mal so, die Vikings. Also auch wenn sie 2 Spiele gewinnen, ist es nicht in deren Händen, in die Playoffs zu kommen. Aber Adam Thielen zu verlieren, ist tough. Das ist hart. Ja, ich weiß, er ist jetzt nicht Justin Jefferson, aber er ist immer noch der. Justin Jefferson hat den schon so als Nummer 1 den Rang abgelaufen, aber er ist immer noch, ich finde, in Minnesota. Aber er hat den Rekord gebrochen, 2-1. Ne? Er hat den Rekord von OBJ letzte Woche gebrochen. Die meisten Receptions bei Justin Jefferson. Ja, genau. Aber das ist, und ich meine, OBJ war 1, Randy Moss die war 2. Die meisten Yards, oder? Ich glaube, die meisten Receptions. Receptions oder Yards? Ich glaube, Receptions. Auf jeden Fall, wenn du OBJ und Randy Moss und du machst was besser als die beiden in den ersten 2 Jahren, weißt du, du machst was richtig. Das stimmt. Aber der wird denen natürlich schmerzlich fehlen. Apropos fehlen. Im Moment fehlen ja viele Spieler ihren Teams aufgrund von Covid-19. Und ich nehme jetzt mal mein Tablet hier zu, denn die NFL... für die Saints. Wie viel? 22 letzte Woche haben gefehlt. Ah, ich habe verstanden, 42. Ich dachte, holy Schmokes, was ist denn da passiert? Neues Protokoll für Covid oder Covid-19-Protokoll. In Kurzform, die Isolationsperiode wurde für Ungeimpfte, glaube ich, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Nein, das ist für Geimpfte und Ungeimpfte. Beides gleich. Nach 5 Tagen kannst du dich frei. 5 Tage, schade. Also, warte, genau. Nach 5 Tagen kannst du dich jetzt frei impfen. Frei testen lassen. Ich glaube, sagen wir es mal so, und es ist egal, ob du geimpft bist oder ungeimpft, danach musst du die Maske tragen in den Facilities. Das haben die jetzt angepasst. Also, die gehen jetzt gerade, die sind jetzt im Notzustand. Ne? Die NFL hat so viele positive Tests gerade, dass einfach Spieler sind, du hast kaum noch Spieler, die du mitnehmen kannst, ne? Auch die ganzen Practice-Squad-Spieler, die sie ja alle schon irgendwie in der Hintertasche hatten, die werden ja alle schon genutzt. Ey, wenn du dir einfach mal vorstellst, die Baltimore Ravens, die sind irgendwie schon beim 9. Cornerback oder sowas halt, ne? Das ist halt. Die Saints haben 57 Starter dieses Jahr gehabt. Das meiste, das jemals in der NFL war. Aber pass auf, das ist doch, die sagen ja, das ist auch einfach, laut, wie heißt der, Stills? Ne, wie heißt dieser Doktor von der NFL, der auch Doktor? Diese Entscheidung mitmacht? Mark. Ja, das ist ein, Dr. Mark. Ich weiß nicht, welcher Doktor, Kollege. Ich habe den Namen vergessen. Aber das ist doch für mich einfach gerade, das ist einfach ein Weg, jetzt sozusagen die Protokolle anzupassen, damit die den Super Bowl spielen können, oder? Dass die es durchschaffen. Ja, ist schon. Weil zum Beispiel, folgende Situation. Carson Wentz, Quarterback von den Indianapolis Colts, wurde gestern auf die Liste gepackt. Heute oder gestern Abend danach. Ist ungeimpft. Normalerweise wäre er schon raus am Wochenende, 10 Tage. Ne? Das war der Standard, das war es davor. Jetzt mit dem neuen Protokoll, was sie angepasst haben, kann er Samstag zurückkommen, wenn er 5 Tage hintereinander negativ getestet wird. Nur bei Spielen, pass auf, die asymptomatisch sind. Sagt man das so in Deutsch, oder? Asymptomatic? Asymptomatisch. Ja, okay. Wenn du keine Symptome hast. Und da frage ich mich aber, wenn du 5 Tage nicht da bist, wer will denn checken, dass du Symptome hast? Also irgendwie, das ist ja nur basierend, was die Person sagt. Also keine Ahnung, ich glaube, die sind einfach gerade holy shit, wir müssen diese Saison beenden. Es ist auf jeden Fall, ich habe einen Kurs mal im College genommen, Crisis Management. Jetzt kommt's. Erzähl mal. Okay. Ey, ihr wisst Bescheid. Deswegen, immer wenn ich Scheiße mit Steffi baue, ich weiß ganz genau, weißt du, Blum, Küsschen, Crisis zu Ende. Er hat's nicht gesagt. Oh Mann, Alter. Nein, aber ist gerade als Business. Warte, gehst du denn so Code Red, Crisis Management, da kommst du an. Alarm. Auf einmal, ich muss auch aufhören, ich mache, Schatz, ich wusste es gar nicht. Ich habe einfach PlayStation gespielt. Nein, aber als Business. Erst mal eine Pressemitteilung. Ja. Erst mal eine Pressemitteilung über Insta. Ganz genau. Aber die müssen machen halt wirklich alles, was du gerade machen kannst. Und natürlich, weil die NFL darf ja nicht ihr Gesicht verlieren. Weißt du, weil sonst man kann ganz schnell wird gesagt. Wohin der Werner? Wer war denn da gerade bei dir? Mein Butler. Keiner, aber ich muss mich gerade an Situationen erinnern. Wie oft Christine, das sah gerade ganz komisch aus, ey. Als hättest du da so. Warte, Christine, erzähl weiter. Ich muss danach die Story erzählen. Okay, ich wollte nur sagen, weil ich meine, als Außenstehender, ich gucke mir jetzt die NFL.
Und jede Woche sind da 50.000 Leute, die sind jetzt positiv. So, eigentlich ist das irresponsible, dass du diese Leute in die Gefahr bringst, dass sie Covid bekommen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, die NFL muss natürlich jetzt alles so tun. Die Protokolle müssen transparent und offen sein. Alles muss gut aussehen, dass wirklich das Gesicht nicht schlechter wird von der NFL. Und dass die machen halt alles, was sie machen müssen gerade. So, ob es wirklich immer gut ist, ist, glaube ich, können wir debattieren ganz einfach. Aber du hast ja. das wirklich perfekt. Das ist Crisis Management. Das ist wirklich so. Aber pass auf. Minuten. Nicht schlecht. Ich muss. Ihr wisst gar nicht, wie oft Kasim, wo ich hier in Deutschland war, voll randomly ein Foto von mir macht. Ich sag, was machst du? Was machst du ein Foto von mir? Alibi, Digga! Dann sagt er, ich hab's mit Steffi. Dann sag ich so, hä? Warum? Ja, damit sie weiß, dass wir zusammen sind. Ey, aber Kasim, du zeigst ja nicht das Foto und sie sagt, drück mal drauf, ich will den Timestamp sehen. Nein. Oh, Mann, ey. Sonst, Kassi, wo warst du 19:47 Uhr? Der in Berlin. Weißt du, was war Berlin? Wo warst du 1947 vor allem? Oh, shit, ey. 1947 warst du noch nicht mal im Hodensack deines Vaters. Da war dein Vater noch nicht mal im Hodensack. Warst du 1947? Schön. Also Covid-Protokoll der NFL ist dazu da, Spieler schneller wieder auf die Platte zu kriegen, weil sonst fallen Spieler aus. Wir haben ja auch gehört, an dem einen Wochenende, letztes, vorletztes, werden als Spiele verschoben worden, die wären ja fast ausgefallen. So, ja. Das war ja ein ganz knappes Aber du Höschen. Siehst auch, und du siehst doch, wie die Qualität von den Spielen drastisch sinken. Drastisch. Also, das hat jetzt gerade nichts damit zu tun. Das ist einfach, weil, wenn ein Viertel deines Teams gefühlt nur eine Woche trainiert hat oder sowas oder nicht die gesamte NFL-Saison da war, oder sagen wir es mal so, auch die Starting-Reps bekommen mit dem ersten Team, sinkt das Niveau halt. Ist so. Ist so. Und du hast es in den Special-Teams gesehen. Es gab ja ein paar Special-Teams, Big Play war Coverage, Punt-Team, Kickoff. Protection, 44 Center Knife, direkt eine Clean durchs A-Loch gehüpft, Punt geblockt. Da siehst du halt, und Kasim, du warst Special Teams, Core Special Teams Player. Wenn davon 3, 4 fehlen und du hast dann neue drin und die schmeißen dir ein paar gute Schemes, Punt-Block-Schemes um die Ohren, all hell breaks loose, auch an der Seitenlinie. So, shit, wer geht denn rein? Ey, du bist die L5 und da bist du noch der Backup für L3 und L2. Aber wenn du dann nicht mehr drin bist, dann ist dein Backup automatisch der Backup für seine Position L5 und deine beiden Ersatzpositionen. Das wird ja dann komplett Idiotie da. Ich sag dir, immer im Spiel sofort, wenn du Special Teams bist und du weißt, ein Team hat ein paar Verletzungen. Jetzt ist es noch krasser, weil jetzt hast du Verletzungen und natürlich Covid und so. Aber ich gehe sofort an die Sideline zu Coach und sag so, Digga, da ist ein Fisch. Er sagt so, wir haben Fisch. Und das heißt, wenn du einen Fisch hast, der Typ ist einfach so ein Fisch aus dem Wasser und den kannst du richtig zerstören. Und dann, weißt du, dann denkst du, okay, der macht nicht gut in der Protection. Und dann drehst du durch, du. Boah. Ich sag dir, das ist so wunderschön, weil der Typ, du weißt ganz genau, der ist wahrscheinlich groß und stark, aber halt, der ist nicht detailliert. Und dann kannst du deinen Punt blocken. Ey, apropos so auf Celebration, ihr habt meinen Tanz gesehen, Kasima hat es gesehen, Patrick hat es gesehen. Was wollt ihr, mein Gritty? Warte, mein Gritty Dance, Score von 0 bis 10. Das war das erste Mal, dass ich es gemacht habe. War eine 9? Nein, ich würde dir eine 8 geben, weil es hat so ein bisschen Spannung gefehlt in der Midsection, aber Ausführung war 8. Aber guck mal, bei Björn ist das so, weil Sami, zeig mal. Sein physisches Potenzial. Oh, Digga, er muss jetzt direkt Sami missbrauchen, um Sami, seinen eigenen Shit zu promoten. Mach mal, ich will hier ein Ranking haben. Guck mal, Angelika, 10 von 10, ey. Ehrenfrau, ey. Na, weil, guck mal, Sami, zeigst. Er braucht noch ein paar Follower. Aber du bist physisch limitiert. Das heißt, du kannst gar keine 10 machen, weil deine Knie es nicht erlauben. Aber guck dir mal an. Warte, jetzt, guck. Ey. Aber guck mal, nein, du kannst ihm gar keine, eigentlich kannst du ihm keine, nicht mal eine 8 geben, weil guck nochmal, er hat immer nur den linken Fuß vorne beim Gritty. Nein, das ist es auch.
So ist der. Ja, so ist der. Der ist gut. Ein Fuß nein, ist du wechselst doch den Fuß. Nein, ein Fuß ist immer vorne. Ja, physikalisch limitiert. Doch. Einer schreibt physikalisch limitiert. Heißt das nicht so? Ist das nicht richtig? Hast du das gerade gesagt? Physisch. Oh. Physically limited. Nein, er hat es richtig gesagt. Er hat es richtig gesagt. Ich glaube, wer auch immer das gerade einfach im Chat gepackt hat. Wo wir schon auf Instagram sind, können wir mal kurz das Bild von Zach Kerr kurz angucken, bitte? Warte. Ja, ja. Warte, das ist geil, das ist geil. Gute 3 von 10. Ey, du bist ein Hater. Du bist ein Hater. Niemals. Das ist das Mindeste. Lengthman22, I like you. Ey, niemals, weil. Nee, niemals. Digga, Spurs Mike sagt 69. Ich warte jetzt auf mein Bild, weil ich bin jetzt Buchdarsteller. Wer kommt denn jetzt ins Bild? Oh, warte, weil ich habe doch Buch geschrieben. When did you... Nein! That's oh crazy. Gott. Ey, ich habe mich totgelacht, wo ich das gesehen habe. Oh Gott. Wow, Cassine. Oh. Ey, das sieht echt so aus. Ey, so könnte er in 30 Jahren aussehen. So könnte Cassine echt in 30 Jahren aussehen. Der hat auch die Zahnlücke. Der hat die Zahnlücke, der hat den Bart, der hat die Kopfform. Ey, da war dein Vater unterwegs nochmal. Ja, wir sind tot. Da war dein Daddy nochmal unterwegs. Er war Björns Roommate auch in Indie ab und zu. Er ist ein Ehrenmann. Zach Kerr, wirklich ein guter Mann. Guck mal, da schreibt einer, an die Dance Moves vom Coach kommt keiner ran. Aber du bist ein guter Tänzer. Du bist ein guter Tänzer. Vielleicht ein Mann schon, auf jeden Fall. Boah, Digga, ich wusste das. Guck mal, die alte Männer. Er hasst es. Nein, so, ist los, alles komm. Gut. Weiter geht's. Ey, nein, du bist Captain Wie weiter Jukki, geht's? Hör doch mal auf Captain zu hassen Jukki. Jetzt. Ich so, muss, ich muss ein Kompliment. Wenn ich so alt bin wie Patrick. Oh, Alter. Warte. Jetzt kommt sie. Und ich immer noch so aussehe, wie Patrick jetzt aussieht, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Weil Patrick, er hat Style, er hat Swag, er ist immer noch athletisch. Guck mal, er ist intelligent, wie rot er wird. Er ist ein Ehrenmann. Ich bin braun, Björn, falls du es noch nicht gemerkt hast. Ich kann nicht rot werden, oder was? Nein. Oh, Mann, ey. Was kommt jetzt, Sami? Oh, ja, guck mal, Sami die Jaguars, smart. Pass auf, die Jacksonville Jaguars, er hat uns eigentlich indirekt gerade die Flagge gegeben. Komm, weiter geht's. Die Jacksonville Jaguars haben schon hier eine Liste erstellt, mit denen sie ein Interview halten möchten und das virtuell. Das war der erste Tag gestern, dass man das laut NFL-Regeln machen darf und das ist die Liste. Ich weiß jetzt schon, wer es wird, ey. Erzähl, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wer denkst du, wird das? Pass auf. Kellen Moore. Oh. Warum? Weil er ein Protégé von Jerry Jones ist. Jerry Jones wird Chad Khan anrufen und sagen, I vouch for this guy. He's the guy. Give him a shot. He is young. He's charismatic. He took him to the Pro Bowl. That's your guy. Wird gut interviewen. Achte. Kasim, was denkst du? Ja, Mann, ich stimme dir zu. Okay. Pass auf, ich, meiner Meinung nach, verdient hätten sie auf dieser Liste definitiv Todd Bowles und Dan Quinn. Das sind Pass meine auf. Beiden Favorites. Ich denke, dass die Jungen wie Kellen Moore, Byron Leftwich, für mich nein, sind Byron Matt Leftwich Eberfluss, nicht. Die sind raus. Ich denke nicht, dass sie werden den Job kriegen können, aber sie werden es ablehnen, weil es keine gute Situation ist. Das wird wieder einer von diesen Jobs, wo nur ein Veteran, der schon mal, er wird nicht der Nummer 1 Kandidat sein, aber es wird dazu wieder kommen, dass irgendwie Doug Peterson, Dan Quinn, Dan Quinn hat schon abgesagt, sagt hier der Chef. Okay, ich sag dir, weil das ist kein kannst du mir erzählen, wie es ist? Es ist kein attraktiver Job für einen jungen Koordinator, weil die warten auf den nächstbesten Job und die werden ein Kellen Moore, ein Byron Leftwich, ein Nathaniel Hackett, ein Eberfluss, Matt Eberfluss von den Colts, die werden bessere Jobs kriegen. Warte ab, da werden Chicago wird offen sein. Ich denke nicht, dass Matt Nagy das Coach Mike Nagy Zimmer. Ja, aber wenn es danach geht, dann wird es Jim Caldwell, der ist seit 15 Jahren raus. Deswegen, ich denke, sagt, okay, komm, gib her den Shit, ich mach das. Es wird so wie Coach David Culley. Genau. Das ist, denke ich, wird passieren. Ich glaube, entweder Peterson oder Coach Caldwell von dieser Liste oder vielleicht einer, der gar nicht auf dieser Liste ist. Das ist meine Meinung. Lassen wir uns mal überraschen. Jemand schreibt hoffentlich kein Bump and Grinder.
Oh, Alter. Oh, ey, Alter. Es ist Spielzeit. Komm, Sami, hau mal ein Spiel raus. Er sagt, was Sami was? Ich sehe Sami unten. Nein, nein, es ist nicht. Es ist warum nicht? Weil wir warum den Ablauf des Monday Night Game haben. Ah ja, stimmt. Habe ich ja eben auch schon gesagt. Hey Leute, wir haben hier klein diese Fenster, die in dieser Lobby sind. Und Sami muss ja in der Lobby sein, weil er leitet das im Hintergrund. Und er so, nein. In der Lobby? Er ist ja in der Lobby. Ja, die Bilder unten. Das ist doch eine Lobby. Das ist, okay, das ist eine Lobby. Die Leute können hier sozusagen rein theoretisch, wenn die den Link haben, in diese Lobby kommen, aber sind nicht im Stream. Und dann muss man die reinholen in den Stream. Ja. Aber komm, Monday Night Game. Oh, Kasim, die Saints. Rookie Quarterback. Warte mal, guck mal, was haben wir denn alle getippt? Er hat so kassiert, ey. Er hat so kassiert. Du hast es gesehen, weil du ja immer mit deiner Familie das gesamte Saints-Spiel anguckst, oder? Ja. Ja. Komm, gib mal, was war los? 3 Punkte? Ich meine, die Defense war relativ gut. Ian Book. Die Defense in den letzten, guck mal, die Defense hat, glaube ich, für 11 Quarter kein Touchdown zugelassen. Bis bevor dem Spiel. Also Dennis Allen macht einen super Job. Er ist auch natürlich ein Kandidat für irgendeinen Headcoach-Job überall in der NFL. Also er hat echt einen guten Job. Aber du kannst halt nicht viel machen. Du hast 22 Leute, die raus sind. Die Vorbereitung einfach. Wir sagen ja immer, natürlich, du brauchst deine Starter, aber um vernünftig zu trainieren, ist jeder gleich wichtig. Du brauchst die Jungs, die dir den Look geben. Du brauchst die Jungs, die ein paar extra Reps haben. Du brauchst Depth. Und das war alles nicht da. Die Hälfte des Teams ist raus. Ja, und dann so sieht Football halt aus, wenn du dich nicht richtig vorbereiten kannst und nicht die Leute hast, mit denen du dich vorbereiten musst und spielen musst. Und du wieder mal ein Quarterback von Notre Dame bist. Der 24. Start in Folge eines Notre Dame Quarterbacks geht verloren. Ey, du willst nicht Quarterback bei Notre Dame sein, dann läuft es in der NFL nicht. Ja, das nein, Notre Dame. Auch, ihr wisst, Boston College, Notre Dame mögen sich nicht, deswegen Chabuk, Chabuk. ja, aber du hast eine starke Defense, die Saints Defense war ja trotzdem immer noch, ne? Cam ist wieder steil gegangen. Du hast ja immer noch eine echt gute Defense gehabt und das hast du halt auch gesehen, ne? Also nicht jetzt bei ihnen, sondern auf der anderen Seite auch bei Miami. Die haben 20 Punkte gescored, aber Tua auch eine Deception, hat jemand überworfen. Die haben alles gegeben, um im Spiel zu bleiben, aber die Offense von den Saints hat einfach gar nicht geklickt. Gar nicht. Aber Respekt an Miami. 1-7 starten, jetzt sind sie 7-7. Sami? 8-7. Das ist bitte, schon sehr. Das ist wirklich. Zeig mal bitte die nächste Grafik, die wir gefunden hatten. Weil wirklich 7 Spiele hintereinander zu verlieren und dann 7 Spiele hintereinander zu gewinnen, das zeigt dir, was für ein Charakter dieses Team hat. Ne? Ja. Wir von der Spielerseite, Patrick von der Coaches-Seite, es ist egal, auf welchem Niveau, das hinzubekommen, nachdem du 7 Spiele verloren hast, diesen Turnaround, zoom mal bitte rein. Das sagt dir so viel. Das sagt dir so viel über die Spieler, über die Coaching-Staff, über die Coache, die im Locker-Room ist, weil das ist so hart in der NFL, in der besten Football-Liga nach der ELF klarzumachen. Oh, warte, Timer? Okay, was ist los, Patrick? Wir müssen aber eins, weil hier auch, ey, ist Tua doch der richtige, yari, yari, yari. Guck mal, die haben verloren gegen die Bills, Raiders, Colts, Bucks. Das sind schon stramme Teams, Jaguars, Falcons, aber dann nochmal Bills. Da waren ja 5 stramme Mannschaften dabei. Und jetzt Texans, Ravens sind nicht mehr die gleichen, Jets, aber kannst du sagen, da waren sie noch stark. Texans, Jets, Panthers, Giants, Jets. Und dann so ein depleted Squad von den Saints. Aber pass auf, die werden auch Millionen bezahlen. Pass auf, ich will trotzdem, nichtsdestotrotz, maximaler Respekt an den Hauptübungsleiter B-Flow, der es in seinem ersten Jahr schon geschafft hat. Weißt du noch, als Ausverkauf war und die alles verloren haben und sie dann am Ende noch mit Fitzmagic doch noch was gewonnen haben am Ende der Saison, da hat er es schon mal geschafft, wo ich gesagt habe, alter Schwede, das ist nicht einfach. Und jetzt war es ja schon wieder, ey, B-Flow ist auf dem Hot Seat und dann daran zeigt sich, wie guter People-Manager du bist. Ist und so. Ich habe jetzt noch mal einen, weil auch unser Chat und auch hier sehen wir gerade einen Kommentar und unser Chat sagt genau das Gleiche. Ja, aber es ist der einfache Schedule. Ja, guck mal, wie einfach. Besonders dieses zurück. Jahr. Jeder auf, kann jeden besiegen. Deswegen, ich muss ein bisschen ruhig bleiben, weil das sind Kommentare und es ist wirklich so, das ist halt, ihr wisst nicht, wie hart das ist, in der NFL zu siegen, auch gegen
0 und 15 Teams. Wir haben jede Woche gesehen, dass auch in Detroit Lions jemanden schlagen kann, der besser ist. Letzte Woche haben die Chargers gegen die Texans verloren. 7 Spiele hintereinander zu gewinnen, nachdem du 7 Spiele verloren hast, ist verdammt stark in der NFL. Es ist mir egal, ob da Verletzungen drin waren. Auch der Ersatzspieler war einer der besten Spieler auf seiner Position im College. Und das ist halt immer, wenn ich das immer wieder lese, auch jetzt gerade im Chat, wo ihr gerade ein bisschen gesprochen habt, lese ich ja den Chat ein bisschen. Ja, ist ja einfach, ist ja einfach, ist ja einfach. Glaubt mir, nee, seid ihr in diesem Lockerroom und kriegt mit, was da für harte Arbeit und voll mentale Stärke da drin ist, auf dem Trainingsplatz zu sein, nachdem du 7 Spiele hintereinander aufs Maul bekommen hast, so eine Winningstreak zu starten, ist mir egal, gegen wen du spielst, weil dann, wenn es so einfach wäre, dann wären ja die Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, dann wären sie alle 16-0 oder 17-0 dieses Jahr. Sind sie aber nicht. Sie verlieren auch jede Woche oder jede zweite Woche gerade. Ich gebe dir 100% recht, aber es hilft natürlich, dann obendrauf noch einen relativ machbaren Schedule zu haben. Ja, natürlich. Trotzdem, aber höchster Respekt an Brian Flores, weil du hast was Schönes gesagt. Das ist nicht einfach in der NFL zu gewinnen. Und jetzt, Covid spielt ja eine Rolle. Aber alle Teams haben Covid-Probleme. Alle haben. Das meisten. Können wir doch recht mal als Ausrede das nehmen. Das ist ungefähr genau das Gleiche, wenn man sagt: Tom Brady, hör auf, seine Eier in den Mund zu nehmen, weil der hat nur so geile Waffen, da würde ich sogar gewinnen. Nein. Es ist nicht so einfach. Gestern hat jemand gesagt, in der Märchenstunde, weil Eberle hat ja sein erstes Field Goal gemacht, 51 Jahre. Er sagt so, ja, er war im Dome, inside, das ist voll einfach. Ich denke so, tschüss, bitte kick einmal. Das ist so krass. Ich kann nicht mal Radwende machen vor 60.000 Leuten ohne Schweiß, weißt du? Ich sag dir, das sind so Kommentare, auch während man noch gespielt hat, ne, Kassim, du kennst es. Wenn man irgendwie ein Play nicht gemacht hat oder wie auch immer und du warst klar in der Schuld oder sowas. Natürlich macht man mal nicht ein Play oder sieht dumm aus. Und dann komm, alle NFL-Couch-Spieler, die auf der Couch sind, die mal NFL gespielt haben, ach ja, ich hätte das ja so gemacht. Ja, das ist ja einfach, ist doch easy, ihn da zu bekommen in diesem Engel. Nein. Alter. Nummer 1 Argument ist, wenn du so viel Geld bekommst, musst du das machen. Ist dein Job. Musst du dieses Play machen. Oh, das hat mich immer so getriggert, Jetzt bist du Trigger-Daddy. Shit, verdammt, ich muss jetzt Timeout. Ich bin gleich wieder da. Oh, Gott sei Dank. Haben wir unsere Ruhe. Dann können wir jetzt. Oh, scheiße. Dann können wir jetzt aber. Jetzt können wir spielen. Lass uns mal spielen. Sami. Wer ist das denn? Sami. Wer ist dieser Mann? Was, Sami? Wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Sami. Ist das unser BWL-Student? Unser Werkstudent? Wir haben einige Fragen diese Woche bekommen von unserem lieben Iterus. Shoutout Iterus, du hast dir Mühe gegeben, du hast schon vor ein paar Tagen die Fragen eingereicht. Auch der liebe Flimas hat was eingereicht. Ey, wir haben so viele tolle Fragen, die nehmen wir dann nächste Woche, Flimas. Aber an dich, Iterus, Kuss aufs Auge. Die erste Frage lautet... Warte, ich muss kurz... Warte doch mal. Sami, du bist genau wie Björn, du bist ein Schnellschießer. Warte, ich finde diese App nicht und jetzt klicke ich sie wieder an und dann soll ich mich mit irgendeinem Account anmelden. Ich mach mit Schreibschrift wieder heute. Sami hat den Laptop in Abstellkammer gemacht. Ich hatte es heute gesagt, weil sein Hintergrund sieht aus, keine Ahnung, wie von der Castle Couch oder sowas, ey. Warum? Was soll das? Codes abrufen? Sami, bist du auf dem Klo? Schreib sie hier. Scheiße, ey, diese Kommentare. Ich sag dir eins. Sowas mit einem Live-Chat zu machen, macht tausendmal mehr Spaß, als würde man das aufnehmen, ne, und dann hochladen einfach nur. Ja, natürlich. Oh, shit, ey. Der Chat ist einfach next. Was soll level. Denn das? Er gibt mir Energie. Patrick. Ich muss das eintippen. Ja, let's go. Er tippt es ein. Okay, komm. Erzähl mal, Sami. Sami ist in der Toilette im Ostflügel. Kabine Thunderstadion. Die haben mich richtig zerstört, als ich da war. Let's go. Ich bin in O. No pressure. Ich bin in Ohio geboren, habe in 2 College Conferences gespielt und wurde im NFL Draft 2012
in der dritten Runde gepickt. Wer bin ich? Was? 2000 Mann? 12? Also, 2000. Also, ich bin in Ohio geboren, habe in 2 College Conferences gespielt. Ich weiß. Und wurde im NFL Draft 2012 in der dritten Runde gepickt. Ich weiß. Ich hab den Chat gelesen. Ey, Leute, hört auf mit. Ach, ich, mach ja. Chat weg. Mach den Chat ja, weg. Stimmt, ich mach den Chat weg. Ja, aber ich bin raus. Ich bin ehrlich. Ich hab hier Russell. Sieht man das? Okay. Kasim und Coach kriegen einen Punkt. Ich habe gegen ihn gespielt, als er bei NC State war. Dann ist er zu Wisconsin getransfert, glaube ich. Ich auch. Er war erst in der Baseball Minor League für ein Jahr. Dann ist er zurückgekommen. NC State wollte ihn nicht mehr haben. Dann ist er zu Wisconsin. Und dann hat er da Rose Bowl gewonnen, glaube ich. So. Ja, Mann. Ja. Shit, ey. Frage Nummer 2. Kasims Coach Sean Payton hat 1987 3 Spiele als Quarterback für die Chicago Bears absolviert. Schätzfrage. Wie viele seiner 23 Pässe hat er dabei erfolgreich angebracht? In Prozent. Wie viele seiner 23 Pässe hat er dabei erfolgreich anbringen können? Anbrennen können. Jetzt habe ich es voll nervös. Okay. Ich habe 58. Kann man das sehen? 55, 58. 47. Ich habe 58. 34,8 und damit gewinnt das Team für seinen Coach Sean Payton. Yes, der heute Geburtstag hat. Jetzt haltet euch fest. Hat heute Geburtstag? Sean hat heute Geburtstag. Zufälligerweise gegen die Saints. Frage Nummer 3. Happy Birthday. Das Jersey welches Spielers, der kein Quarterback ist, wurde auf NFLShop.com im November am meisten verkauft? Warte, deutscher Shop? Ist es A, TJ Watt? Ist es B, CD Lamb? Oder ist es C, Justin Jefferson? Björn sagt Jefferson. Ich sag TJ. Alle falsch, es ist CD Lamb. Tschüss, Digga. SM. Cowboys. Ich sag dir, das ist okay, krass. Cowboys. Tamam. Das ist die Power von den Cowboys. America's Team. Das ist wirklich so. Deshalb hat der Björn auch die richtige Antwort. Deswegen hat Björn auch nicht. Nee, aber jetzt im Nachhinein so, weil ich hätte es ja nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es CD Lamb über Justin Jefferson sein kann als Receiver. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Frage Nummer 6. Ja. Jonathan Taylor hat in Woche 15 einen neuen Geschwindigkeitsrekord für diese Saison aufgestellt. Schätzfrage. Wie schnell war er in km/h? Ich kann auch Miles sagen. Du wohnst seit Hey Siri, jetzt in Deutschland, du bist aus Hamburg. Aber ist egal. Okay, shit, ich habe keine Ahnung. Ey. Hey Siri, how much is 22.2 miles? Bei Björn zu Hause ist überall Spielspaß. Ey Kasim, mach mal auf, was machst du denn jetzt? 35, Digga. Ey, das ist so ein Bullshit. Nein, ich sag 35,8. Ich habe keinen Bezug. Ich weiß nicht, meistens kann ich nicht unterscheiden. Ja, ich auch nicht, Alter. Ich war bei 35,8. Ich habe 22 Miles Power. Also es ist was, Kasim? Jetzt sag 35,2, aber es ist ein bisschen schneller als 22. Glaub ich habe 35,8. Der Coach hat gewonnen, 35,6. Boom, Schakalaka. 35,7. Oh shit, was ist denn jetzt los? Okay. Wir bleiben bei Jonathan Taylor. Der Running Back der Colts hat bekanntermaßen die meisten Rushing Yards der aktuellen Saison. Aber wer hat aktuell die zweitmeisten? Boah, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wenn ich es gleich weit höre, dann du musst ich durch. Yeah, 110 zu schieben, Sami irgendwann, ne? Digga, Jenny zählt bestimmt jetzt gerade runter schon. Los, ich hab keine Ahnung. Gib auf. 4, 3, 2, 1. Ich hab's verkackt. Bing, bing, bing. Oh,
warte. Nein, jetzt wo ich das sehe, ich habe, es ist Chubb, ich habe Sieg, aber es ist Chubb. Was sagst du, Kasim? Ich habe nichts geschrieben. Joe Mixon. Oh, shit. Er ist nice. Ich wusste schon damals, als ich Cincinnati war. Für 2 Tage. Okay. 9 Wochen. Die haben mir richtig parat. Ich mach doch nur Spaß. Ich ärgere dich doch nur. Welches? Hey, Christine, du hast in den zwei Wochen mehr verdient in dem Jahr wahrscheinlich als Patrick im ganzen Leben. Na, okay, das waren aber 9 Wochen. Patrick, das waren 9 Wochen. Neun Wochen. Oh, da ist eine Menge. Weiter jetzt. Welches Team hatte letzte Saison mit 399 die meisten Punt-Return-Yards? Bonuspunkt für denjenigen, der den Namen des Top-Returners des Teams sagt. Also Team plus Bonuspunkt. Kann ich einen Tipp bekommen? Kann ich Joker, Publikum-Joker? Nein, wirklich nicht. Bitte nicht. Weil du wirst gleich dann sehen, warum. Okay, ich sag 10 runter. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab die Saints Nummer 11. Das ist aber nicht der Name. Mir ist auch der Name eingefallen. Ja, aber das ist der kleine Returner. Deontay Harris. Boah, Coach, Alter. Respekt, Mann. New Orleans, Deontay Harris, 207 Jahre. Oh! Warte. Der Coach kriegt 2 Punkte, Björn kriegt 1 Punkt. Warte, ich habe nichts gesagt, weil ich den Namen nicht hatte, aber die Nummer. Ihr könnt ja nicht einfach Nummer droppen. Er hat auch noch gesagt, der Kleine. Ich spiele nur aus Spaß, wenn wir keine Regeln hier folgen. Ist okay. Alter, direkt Hass. Ist okay, ey, ist okay. Okay. Machst du wieder ein Beweisfoto, dass du jetzt hier bist, oder? Ist okay. Hä? Beweisfoto? Achso, Kasim. Achso, ja, Digga. Welches Team Stadtkombination hat es wirklich mal zwischen 1936 und 1945 gegeben? Das war ich gebe Stecker. Euch 3 Auswahlmöglichkeiten, weil das ja, schwierig. Das ist Patricks Generation, Mann. Laber nicht. Das ist Stecker, Alter. Warte, ich habe die Frage gar nicht mitbekommen. Sag mal die Frage. Zwischen 36 und 45. Welche Team-Stadtkombination hat es wirklich mal zwischen 1936 und 1945 gegeben? Digga, wer soll das wissen? Buxtehude. Die Leute, die Reaction Drill am Montag gedrückt haben. Buxtehude Badgers, Alter. A. Cleveland Rams. B. Baltimore Lions. Oder C. Die Houston Chargers. Boah, Alter. Was war A? A war Cleveland Rams. Okay. A. B. B. A. Baltimore Lions. Ich habe auch Baltimore Lions. Dass jemand wie bei SAT eine Minimiste gemacht hat, gewonnen hat. Let's go! Shit, Alter, der Typ, ey. Wie steht es denn gerade? Es steht Björn 0, Kasim 3, Coach 4. Jetzt krieg ich nicht mal. Aber Björn hatte 1 Punkt. Ich gebe dir den Saints-Punkt. Ach, sorry, jetzt gibst du mir den? Ich hatte es ja nicht richtig, oder? Alter, Sami, sei vorsichtig, du fliegst aus dem Ostflügel. Was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Jetzt schenkt er mir den Punkt, weil ich richtig lag. Was ist das? Shit, erstmal was trinken. Weiter geht's. Digga, warte mal ganz kurz, Sami, ist das die Ted Lasso-Flasche? Die du da gerade hattest. Das ist doch Björn hat getrunken. Ist das die Ted Lasso-Flasche? Björn hat getrunken. Nein, das ist meine blaue einfach Flasche. Achso, von Ran, die blaue Ran-Tasse? Nee, hat meine Frau mir geschenkt. Vom die Jahr. Hat er seit einem Jahr nicht mehr in der Show gehabt. Einer schreibt PC-Reiniger. Okay, weiter geht's. Schmeckt auch lecker. Wahr oder falsch? Die Dallas Cowboys haben diese Saison mehr Interceptions gefangen, als die Jacksonville Jaguars Touchdowns erzielt haben. Boah. Das ist wahr. Das ist auch wahr, ja. Aber gut, dass wir alle hinschreiben. Alle haben ja wahr gesagt. Was hat er gesagt? Auch wahr, ja? Okay, ich wollte nochmal nachfragen. Falsch. Es sind exakt gleich viele. 25. Sie ja, haben das war eine Fangfrage. Aber wie geht das denn, wenn es wahr und
wenn es mehr, also kann das doch nicht unentschieden sein, oder? Oder? Ja, wer doch geht Björn, schon. Björn, hast du es nicht schon gelernt? Frag nicht, hat die Schnauze an. Das ist Samis Welt. Wir sind nur Gast. Das ist okay. Weiter geht's, Sami. Hast du gut gemacht. Also Leute, bitte, Punkte hier lang. Ein Coach. Mein Defensive Line Coach im College hat ab und zu, wenn Leute zu viel fragen im Meeting Room, er sagt so, yo, did you ever get punched in the face because you talk too fucking much? Willst du jetzt unserem Mitarbeiter Schläge androhen? Nein. Ich gebe das direkt an Compliance Human Resource weiter. Wer wäre das bei uns? Jenny. Ich. Also Sami auch. Sami ist Streitschlichter, locker in der Schule gewesen. So, weiter geht's. Oma Heidi, ich muss auch Oma Heidi nach Hause bringen. Okay. Ich habe Angst, dass sie hier gleich reinkommt. Und davor, wann fährst du mir nach Hause? Ich muss mal früh aufstehen. Joe Burrow hatte am Sonntag 525 Passing Yards. Schätzfrage, wie viel mehr Yards als der Zweitplatzierte der Woche waren das? Wie viel mehr Yards? Wie viel Yards hat er mehr geworfen als der zweite Quarterback letzte Woche? Ach so. Boah, Alter. Ach so, warte. 700? Nein. 200. Meinst du? 100. 189. Justin Herbert mit 336. Das heißt? Ich habe 200. Björn? Aber nur, wenn du mir den geben möchtest, ja? Also Samuel, ich will. Also nur, wenn du damit okay bist. Wenn du damit okay bist, nehme ich gerne diesen Punkt an. Ja, okay, ich gebe. Danke dir. Okay, ich gebe. Ich Mann. Gebe richtig. Wie Tom viele Brady. Fragen haben wir denn schon? Okay. Frage 12. Frage 9 von 500. Tom Brady hat seit dieser Saison mit 15 die meisten Pro Bowl Selections ever. Vorher lagen 4 Leute mit ihm gemeinsam auf Platz 1. Nenne einen der 4. Tschüss. Warte, da sind so viele. Ich habe einen. Aber ich weiß irgendwie doch nicht. Warte, wie viel steht gerade, Sami? Habe ich überhaupt noch eine Chance auszugleichen? Nee, sag ich nicht, sonst gibst du dir keine Mühe. Nee, ich weiß einen. Ich bin mir ziemlich sicher. So. Zählt's runter? Ja, okay, let's go. Champ Bailey. Ich habe Brett Favre. Elway. Keiner von denen. Tschüss. Oh, nein, ich bin so dumm. Warte, sag nicht, das ist Jerry Rice. Nein, es ist Tony Gonzalez, Peyton Manning, Bruce Matthews und Merlin Olsen. Der Gewinner des heutigen Tages ist Coach Esume. Everybody one clap. Und Sami ist weg. Sami direkt wie ein Geist. Sami und Ey, aber Sami, ey, 2 Punkte kriege ich noch. Also die bleiben, oder? Oder nimmst du mir die jetzt weg? Kriege ich Minuspunkte? Oh, so, Männer des Todes. Ja, ich weiß, Lass Oma Heidi, komm mal, ja, Oma Heidi. Nein, Digga, also, wir müssen jetzt mal aufs Playoff-Picture gucken. Das müssen wir noch machen. Das haben wir bevor hier. Noch, ne? Ja. Ein Quickie. Wir machen ganz jubdi-bubdi. Nichts, was Sami, was machst du da? Nicht zu viel zeigen. Ich glaube, das Playoff-Picture, okay. Lass uns erst über die AFC sprechen, die weit offen ist. Nur ein Team ist geclinched. Für die Playoffs. Eins, die Kansas City Chiefs. Alle anderen sind in der Hand. Up for grabs. Ja. Björn Werner, welche 7 Teams schaffen es in der AFC in die Playoffs? Also, ich bleibe bei den Teams, die jetzt zurzeit Stand jetzt drinne wären. Darf ich sie sagen? No. Bist du okay. Björn Werner? Achso, sorry. Also natürlich sind das die Chiefs, pass auf, die Chiefs, die Titans bleiben drin, die Bengals, Buffalo Bills, die Colts, die Patriots und ich denke, unten ist ja da, wo, wir haben ja kein Ranking, ne, welches Seed und sowas, ich denke, Miami Dolphins wird es
ganz unten schaffen, weil sie werden diese Woche gegen die Titans spielen. Und ich denke, die Miami Dolphins werden gegen diese Titans gewinnen. Dadurch bleiben die Titans aber trotzdem drinne. Und Miami Dolphins, die ja ganz unten sind mit den Baltimore Ravens, den Chargers, den Raiders, den alle 8-7. Ich denke, dass die Miami Dolphins, weil die auch einen Tiebreaker haben, das Spiel gewinnen werden und sich damit sozusagen dann schon echt gut da festsetzen. Und die anderen Teams bleiben einfach drin, also auf diesem Punkt, und die tauschen vielleicht, ne, ein paar Spots oder sowas. Also, bist du d'accord damit, Herr Edebar? Ich bleibe so, wie es jetzt gerade steht, denke ich, weil die Ravens komplett im Arsch sind, auch wenn Lamar Jackson zurückkommt, Defense komplett im Arsch. Sorry, ich rede mal ganz kurz weiter. Die Chargers, denke ich nicht. Raiders, nein. Pittsburgh kannst du vergessen, Browns auch und Broncos auch. Also, die haben alle zu viele Probleme gerade, um noch die zwei Spiele zu gewinnen. Weil sie müssen diese zwei Spiele gewinnen und hoffen, dass jemand anderes verliert. So. Ja. Ich meine, du guck dir mal die drei Teams an, die in der Hand sind, die eine Chance hätten, ne? Die Chargers, Raiders und Ravens. Aber ich gucke mir alle drei Teams an und vergleiche natürlich mit, guck dir mal die Miamis, New Englands, Indy, Bills, Cincinnati. Chargers, Ravens und Raiders, die sind in der Hand. Okay. Aber alle 8-7. Die sind, ja, aber genau. Die sind nicht so konstant. So alle Teams, die jetzt gerade drin sind, den Teams würde ich vertrauen, dass sie weiterhin die nächsten zwei Wochen konstant bleiben und abliefern. Aber bei den Chargers, die gewinnen gute Spiele, dann verlieren die auf einmal ohne Grund. Raiders, glaube ich, sind die besten von den drei Teams. Und Ravens auch, sind irgendwie hier und dann Lamar und Covid und der Backup war hurt oder Covid auch. Also, wie gesagt, ich stimme Björn da 100% zu. Also, du gehst auch mit den Dolphins? Ja. Aber. Pass auf, hier ist das. Ich glaube, dass die 8-7 Teams alle noch mindestens ein Spiel gewinnen werden. Und dann sind sie schon mal 9-7 und dann sind sie irgendwann 9-8 ja Minimum. Das traue ich denen allen zu. Frage ist, welches Team könnte potenziell 2 gewinnen? Und haltet mich für verrückt, aber ich würde es den Chargers zutrauen, weil sie eigentlich mit Herbert das Potenzial haben. Auch wenn sie eine riesen Ente jetzt, riesen Dutt gelegt haben gegen die Texans. Ich gehe mit den Chargers. Aber ich die Chargers, pass auf, die Chargers spielen 2 Division Games gegen die Broncos und gegen die Raiders. Die sind die härtesten, genau, 2 remaining Spiele unter den 8-7 Teams. Also richtig, ja, können sie schaffen, aber so wie inconsistent sie dieses Jahr sind, denke ich nicht, dass sie da 2 rausholen. Aber wenn wir sehen. Ich glaube, denen würde ich es am ehesten zutrauen. Den anderen traue ich 1 Sieg zu. Genau. Und das denke ich. Wem traue ich 2 zu? Ich glaube, mit Justin Herbert könnte die Überraschung kommen, wenn Covid denen keinen Strich durch die Rechnung macht. Könnten die 2 gewinnen? Herbert! Ja, sorry. Herbert! Entschuldigen Sie, Herbert! So, aber hier, Herbert, dann sag doch mal in der NFC. Ah, der NFC? Kurz. Da waren ja. Also. Ja, nee, da sind ja schon 5 Stats. Ja, genau. NFC ist ein bisschen einfacher, glaube ich, natürlich. Darf ich sagen? Rede ich? Natürlich, ja. Boah, du bist der Mann. Okay, wir haben jetzt gerade drin. Sind Green Bay, Cowboys, Rams, Buccaneers, Cardinals, 49ers und die Eagles. aber natürlich in der Hand Vikings, Falcons und Saints. Saints, no. Da ist einfach zu viel Katastrophe. Da brennt alles. Crisis Management times 100. Falcons, ihr wisst, ich bin in New Orleans. Nein, Vikings sind das einzige Team, das ich das noch zutrauen würde, weil die Eagles sind auch so, mas o menos. Also wer sind denn jetzt? Also Vikings Nein, die Vikings könnten, glaube ich, noch. Ja, das war's. Ich glaube, die Vikings. Achso, du sagst, wer, also, die Niners wer sind und Eagles sind die letzten 2. Also ja, die Niners und die Eagles sind die letzten 2. Ich bin bei Kasim, weil die spielen, guck mal, die müssen jeweils beide nur ein Spiel aus den letzten beiden Spielen gewinnen, damit sie drin sind. Und die 49ers spielen gegen die Texans. Ja, Jimmy G hat sich verletzt, ne? Wurfarm, aber ich glaube, Trey Lance wird ready to go sein mit dieser Defense gegen die Texans. Die müssen nur gegen diese Texans diese Woche zu Hause gewinnen. Na, das ist alles gut, dann sind die drin, dann spielen die nämlich noch bei den Rams. Die Eagles sind irgendwie, die haben so ein Laufspiel mit den 3 Running Backs und noch Jalen Hurts. Die müssen nur gegen Washington gewinnen können, dann sind sie drin.
Und danach spielen sie gegen die Cowboys. Und pass auf. Und gegen die Cowboys kann es sein, dass sie auch am letzten Spieltag vielleicht ein B-Cowboys-Team bekommen, direkt vor den Playoffs. Und die müssen nur eins von diesen beiden Spielen gewinnen, dann sind sie drin. Also die haben ihre eigene, die halten ihre eigene Destiny sozusagen, weißt du, in ihren eigenen Destiny. Ja, Männer, ich glaube, NFC ist wirklich einfach, weil die Vikings haben noch die Packers jetzt kommende Woche und die Packers werden in Woche 17, die wollen unbedingt Playoff-Bye-Week haben. Darum spielen die. Deshalb glaube ich, da werden die nochmal richtig Vollgas geben und sie wegsknetzen, weil sie zu Hause im Lambeau Field spielen und dann werden sie die Bears nochmal schlagen, aber dann sind sie, was sind sie dann, 9-8? Nee, stimmt gar nicht. Dann sind sie 8-9 und dann sind sie raus. Also auch ich sage, Niners und Eagles werden es noch machen. Die AFC wird wild. Aber wir gehen in Tiefe. Warum, was, wie, wo, weshalb gehen wir am Freitag, Silvester, im Scouting Report nochmal drauf ein. Und Silvester am Freitag, stimmt. Hast vergessen, ne? Da müssen wir aber auch eine stramme Folge machen, Herr Werner. Da können wir nicht so einen langen Zossen machen wie am Montag. Alright. Aber was liegt denn sonst am Wochenende an? Kann Sami da mal was einblenden? Oh, guck mal. Da ist er. Kannst du ein bisschen ranzoomen, bitte? Ich habe gerade Stress mit meiner Lehrerin wegen der Diskussion Packers oder Chiefs. Ist das wirklich wahr, dass sie jetzt schon in der Schule über Football spricht und einfach eine Diskussion habt? Gib mir mal die Nummer von deinen Lehrerin. Ey, das ist so geil. Nein, nein, er heißt nicht umsonst Milf Hunter. Lass es. Wie heißt sie denn? Darfst du das sagen? Darfst du das eigentlich sagen? Datenschutzmäßig? Nein. Nee, wa? Darfst du den Nachnamen sagen? Nein. Frau, wie auch immer, dann können wir sie grüßen. Dann kann die Person das klippen. Wir können ja jetzt eine Nachricht schicken, das wäre doch geil. Das wäre lustig. Guck mal, hier fragt jemand im Chat, warum wir kein College machen. Weil es Silvester ist und ich zu Hause bin mit der Family. Jetzt kannst du ihm danach direkt wieder im Krisenmanagement. Ich schwöre jedes Mal. Warte, schick doch mal. Wie heißt wer war denn das? Was ist denn Gilf Hunter? Milena? Schick doch mal. Grandma. Wie ist den Nachnamen? So, pass auf. Was? Nichts. Nicht Milf. Einer hat geschrieben, Kasim ist der Gilf Hunter. Und ich sage, was ist denn Gilf? Und Grandma. Einer schreibt Frau Müller oder Frau Meier oder Schmitz. Zwei Sachen. So. Reden wir jetzt noch kurz über die Spiele. So, die Halbfinalspiele Cincinnati Bengals gegen Alabama. Wer denkt, ihr wird gewinnen? Alabama, oder? Sind wir alle bei Alabama? Können wir bitte reinzoomen? Ich kann nichts sehen. Ja, wirklich. Sami, kannst du noch ein bisschen reinzoomen, bitte? Oh, Georgia gegen Michigan. Frau Steinfelzer. So heißt die Frau, die Lehrerin. Okay. Warte, machen wir gleich. Hallo, Frau Steinfelzer. Warte, gleich. Was war die Diskussion nochmal, bitte? Okay. Und Georgia gegen Michigan. Und pass auf, hier sind die... Mattes Oberbach mit Opu macht das erste Spiel. Oberbach bleibt dran mit Sami. Yeah. Ey, Leute, krass. Sami ist im Einsatz bei Michigan, Georgia. Sami, komm doch mal rein. Komm, gib mal deine Expertise. Wer gewinnt? Wer wird dieses Spiel gewinnen? Ey, das wird ein richtiges Auf-die-Fresse-Spiel, weil Michigan muss mit meiner Meinung nach der besten O-Line des Landes, die beste Front Seven des Landes dominieren. Und selbst wenn sie das schaffen, dann müssen sie so ein bisschen trickery werden, ne? Mit Reverses, Flea-Flicker-Passes wie gegen Ohio State. Dann können sie es schaffen. Aber ich glaube, Georgia packt das. Das Problem bei Georgia ist, und das ist eine ganz spannende Angelegenheit, der Starting Quarterback, Stetson Bennett, der ist ein Walk-On. Und das hängt ihm wie Kacke am Schuh. Und da mal die Frage an dich, Björn. Der hat jetzt nicht so abgeliefert gegen Alabama. Jetzt werden die Stimmen laut, der ist ja nur ein Walk-On, der ist ja nur 5'10 groß. Holen wir doch lieber den, der schon immer Full-Ride-Scholarship hatte. Warum ist das so? Warum hängt einem das, obwohl man abliefert, immer noch irgendwie wie Hundedurchfall am Schuh? What have you done lately for me? Es ist immer so im Football, im College und in der NFL. Und da ist ja ein 5-Star-Quarterback. Ich habe den Namen vergessen. Wie heißt denn der Kollege nochmal? Der hat ja Kinder angefangen. Netzer. JT genau. Daniels. Ja, genau. Und von Björn hat keinen Plan, schreibt jemand. Ich weiß nicht, ich kann die Kommentare nicht lesen. Da kann ich ernst bleiben. Und das ist einfach, ja. Ich bin der Meinung und ich finde es gut, dass sie da bleiben mit Kirby Smart. Er ist der Quarterback, der die dort hingebracht hat.
bleibt da. Natürlich. Weil wenn die den jetzt auswechseln und der andere Quarterback kommt wieder rein und der verkackt ist total, weißt du, wer dann die Shitshow bekommt? Head Coach für die Entscheidung. Aber Sami, wer gewinnt denn jetzt? Georgia oder Michigan? Du hast jetzt drei Flugzeuge eingewiesen, aber nicht gesagt, wer gewinnt. Der Boeing 747. Er hat die große Flugzeuge. Der hat Airbus 380 mit der rechten Hand 747. Aber selbst dann, aber ey, selbst dann jetzt meine Frage an Kasim. Du hast von Alabama in die Schnauze bekommen im SEC Championship Game. Spielst dann im Bowl Game gegen Alabama. Hast du Angst? Oder ist es eine Motivation für dich, wieder heimzukommen? Hat Sami jetzt gerade eine Frage mit einer Frage beantwortet? Ich habe nie Angst. Ja. Ich bereite mich einfach nur besser vor. Sami, wer gewinnt? Georgia oder? Georgia! Danke. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Oh, danke dir, Sami. Danke dir. Was ist mit NFL? Was ist mit NFL? Da sind wir wieder am Start. Oh, und zwar, gerne. Wir sind sogar in Kombination am Start, Herr Werner. Leute, das könnte Support, böse werden. Komm, wenn ihr Silvester zu Hause seid und so späte Nacht Football guckt, seid aktiv. Darf ich noch mal kurz was sagen vor Silvester? Ja. Und zwar, gestern, die Märchenstunde war richtig top. Björn ist reingekommen, da hatten wir, Marks Bruder ist noch reingekommen und dann, wir haben einfach eine richtig gute Konversation über Goal-Setting gehabt und halt, wie man sich Ziele setzt für 2022. War voll cool. Also wenn ihr Zeit habt noch vor 2022, kommt vorbei. Ey, guck mal, Sami macht einen guten, guck mal, Sami kriegt gleich Liebe, ey, und wir werden zerstört. Du machst einen richtig guten Eindruck mit deiner Expertise. Guck mal, Sami, ey, let's go. Ja, nein, Sami artikuliert sich immer so schön. Man hört zu. Wenn Sami spricht, hört man zu. Er ist so, kennst du ein Flugzeug, wenn die so cool reden, aber Football Bro, privater Jet halt so. Was? Das ist so eine kaputte Folge, Mann. Ich denk an die GIFs in Kombination mit Doppelbizeps. Das ist mein Problem. Ich denk an Fotos machen, wie Alibi. So, wie er so mit einer GIF so. Oh Gott. Oh Gott. Warte, Leute, okay. Das war die letzte Folge jetzt. Primetime Football in 2021. Ja, Mann. Wir müssen jetzt noch einen Gruß. Können wir jetzt noch mal bitte einen Gruß an Frau... An wen? Verdammt, wie hieß die nochmal? Ich scroll gerade. Potsdamer. Was? Nee, wie hieß die? Hör nicht auf ihn. Nein, warte, wo war denn das? Verdammt, kannst du das noch bitte reinschreiben? Muss man einen schönen Gruß nochmal. Also meine Klassenlehrerin hieß Frau Germann. Die will ich nicht grüßen. Steinfelser. Steinfelser. Und was war die Diskussion? Egal. Chiefs oder Packers. Pass auf, komm, jeder, komm, wir grüßen. Hallo, Frau Steinfelser. Okay. Schöne Grüße nach. Die guckt doch gar nicht zu. Doch, das kann die Person klippen. Und dann wir wollen doch den Bromantiker oder die Bromantikerin jetzt hier gerade supporten in dieser Diskussion. Ja. Und wer hat das da reingeschrieben? War es ein Mädel oder ein Junge? Der Kollege. Ich glaube, ein Mädel. Die Kollegin. Dann hier den Ausschnitt nehmen. Frau Steinfelser, gib dem Kind doch mal eine Eins jetzt. Einmal so. In deinem Leben. So, einfach so. Sie hat recht. Ich weiß nicht mal, was die Frage war, aber sie hat recht. Chiefs oder Packers ist ein gutes Argument, aber sie hat auf jeden Fall recht. Und bitte einfach sein Instagram-Namen mit einblenden. Dann kann sie sich ja bei Kasim direkt melden. Digga! Okay, komm, wir müssen aufhören. Das artig aus. Ey. Shit, ey. Takeover Frau. Hat die Instagram Frau? Takeover Frau. Nein, hör auf. Leute, hört auf. Takeover. Warte, wo ist die Schule? Die Schule. Welche Schule ist es? Hör auf. Wir kriegen noch Ärger. Wir gehen zu weit. Wir sind in Deutschland. Datenschutz. Ich will jetzt Blumen kaufen wie Steffi. Krisenmanagement. Mach jetzt Krisenmanagement. Los. Pass auf. Nein. Sag noch einen Satz in dem letzten Jahr für die Bromantiker. Kassim. Achso, ich. Ein Satz. Terminal. Subjekt, Prädikat, Objekt. Er ist voll confused. Er sagt Terminal. Leute, ich fange an. Es war ein wunderschönes Jahr mit euch. An alle Romantiker, die nur hier vielleicht einschalten und gar nicht den Podcast, Märchenstunde, wie auch immer. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass ihr alles konsumiert. Vielen, vielen Dank. Wir haben spät angefangen mit Primetime Football.
aber es hat immer Bock gemacht und die meisten von euch verstehen, warum wir das machen, weil wir einfach auch wirklich Zeit miteinander verbringen wollen. Ich weiß, Patrick und ich, wir sehen uns ganz oft, aber trotzdem so, Kasim, die Runde, wir sehen uns doch jede Woche, lügt doch nicht. Ihr macht doch nur Spaß, Mann. Ja, ich weiß. Aber zusammen, einfach, es ist so, als würden wir FaceTime und einfach nur live gehen. Also, es ist crazy. Das macht einfach heute auf jeden Fall. Es ist wirklich. Es ist wirklich so. Heute war wild. Also, von mir, rutscht gut rein, bleibt gesund, macht keinen Scheiß und wir sehen uns im neuen Jahr. Kasim, willst du jetzt auch noch was sagen? Ja, ja, ja. Ey, ihr wisst Bescheid. Ich habe für alle Liebe, ich küsse alle eure Augen. Auch die Hühneraugen? Egal welche Augen. Ich sag euch, es ist wie Football is Family. Und jedes Mal, wenn wir hier sind, ist einfach nur durchdrehen, Party, gute Stimmung. Ich bin noch nie von Late Night Football aus meinem Stuhl rausgegangen und hatte schlechte Laune. Und ich glaube, ganz viele Leute fühlen genauso wie ich. Und ich hoffe, wir können diese Positivität weiterhin ins neue Jahr bringen und tolle Sachen machen. Du hast vollkommen recht. Man geht immer hier raus und ist einfach dann am Ende, dann ruft einer den anderen nochmal an und sagt, ey, die Liste war da. Alle sind wie auf FaceTime, die ganze Gruppe. So, jetzt lass doch Sami, dem wichtigsten Mann, auch nochmal was sagen. Stimmt. Ich wollte mich einfach bedanken für den unglaublichen Support, den ihr uns gibt. Und in den letzten 12 Monaten ist dieser Sport explodiert in Deutschland. Und ich glaube, niemand, der wie wir schon lange in dem Sport hier in Deutschland sind, hätte sich das jemals träumen können, dass wir 25.000 Menschen bei Patricks Finale in Düsseldorf haben. Und darunter waren so viele Bromantiker, die man persönlich kennenlernen durfte. Und es war für mich 2021 eines der schönsten Jahre meines Lebens. Und dafür wollte ich mich bei euch bedanken. Sami, nice. Das war nett gesagt. Dann würde ich sagen, abschließend... Mach mich doch mal jetzt bitte wieder klein. Abschließend kann ich sagen, eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, mir hat ein Romantiker vor 1-2 Wochen geschrieben, er ist auf den Malediven, liegt am Strand, chillt und hat irgendwie eine NFL-Mütze oder irgendwas auf und im Wasser ist auch einer und der ruft nur, Romantiker? Geil. Und ey, auf den Malediven, irgendwo im Paradies, 2 Romantiker. Leute, ihr habt was Unglaubliches gestartet. Danke, dass ich ein Teil davon sein darf. Wir wissen das alle sehr zu schätzen. Und bevor wir jetzt alle wie Björn Werner und Mike Tomlin Pipi in den Augen haben, sagt jetzt Björn die magischen Worte zum letzten Mal. Ich kann nicht. Weiter. Tschö, tschö, tschö.